Ich habe wenig geschlafen und wenn, dann habe ich sehr unruhig geschlafen. Also es waren vielleicht 4, 5 Stunden, glaube ich. Es war viel los gestern für mich nach dem Spiel. Viele Eindrücke und ich habe es definitiv gemerkt in der Nacht. Sehr auffällig, wie mich dann letztlich dann auch der letzte Schlusspfiff jetzt nicht auf dem falschen Fuß erwischt hat, aber dass es dann einfach so ein Gefühl von einer Endgültigkeit war, dass dann wirklich jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Karriere des Profifußballers Marco Caligiuri beendet ist. Also bei mir war es schon so, dass ich wirklich alles, was ich quasi die Tage zuvor auch so gemacht hatte, wie dann quasi auch am letzten Tag alles wirklich nochmal bewusst wahrgenommen habe, dass es jetzt das letzte Mal ist, dass ich jetzt zum Beispiel mir auch die Schuhe binde zum letzten Spiel oder auch schon am Tag davor zum letzten Training quasi. Das letzte Mal nochmal ein Tape drauf schnüren zu lassen vorm Spiel. Und es war wirklich so, dass ich die Sachen bewusst nochmal wahrgenommen habe, was alles dazugehört, eines Profifußballers zu sein, dass es wirklich auch so war, dass es dann auch das letzte Mal so war. Also ich wusste, dass meine Freundin da ist, die ist extra angereist aus Braunschweig oben und hat mich dann ja mehr oder weniger überrascht mit Gästen, die sie noch zusätzlich eingeladen hat. Mein Bruder war dann da, der plötzlich sogar unten auf dem Rasen stand neben mir, meine Eltern auf der Tribüne, den ich noch zuwinken konnte, die ich noch grüßen konnte aus der Ferne und wir natürlich abends dann noch schön essen gegangen sind. Also es war wirklich, ich bin, werde noch ein paar Tage brauchen, bis ich die ganzen Ereignisse, die sich gestern da für mich ja, so schön dann auch ergeben haben, einfach zu verarbeiten. Ja, es hat, wenn ich ehrlich sein soll, jeden Rahmen gesprengt eigentlich. Das war für mich gestern nicht in Worte zu fassen, was da Leute dann auch quasi sich für Mühe gegeben haben, um mir dann den Abschied in so einer Form dann auch zu gewähren. Ich kann nur tausendmal Danke sagen. Es kommt auch aus tiefstem Herzen, dass es mich dann auch letztlich ja, so berührt hat, wie es mich dann auch berührt hat. Ich wusste nicht, wie es kommen wird und es hat dann wirklich mit dem Banner angefangen, wo es mich erstmal umgehauen hat, muss ich sagen. Ich bin dann zum Trainingszentrum rangefahren und habe dann schon was hängen sehen und ja, ich musste mich dann erstmal sammeln, habe mich da hingehockt eine Viertelstunde, habe mir das Plakat angeschaut, habe den Moment auch genossen, dass viele Leute an mich denken und einfach die Wertschätzung und Anerkennung unsere Fans oder in dem Bezug auch meine Fans sollten wissen, dass ich seit dem ersten Tag, an dem ich für Fürth gespielt habe, das Kleeblatt mit Stolz präsentiert habe und es ist gefühlt Jahr für Jahr mehr geworden, wie ich mich mit diesem Verein identifizieren konnte. Das sollten Sie wissen. Ich hoffe, Sie wissen es. Es würde mir einiges bedeuten. Und einfach nochmal tausend Dank, wie es auf dem Spruchband quasi schon zu lesen war, auf meiner Sprache, auf meiner Vaterlandssprache besser gesagt. Den gebe ich gerne zurück, den tausend Dank. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder ja, in die Augen sehen können oder Hände schütteln können. Das würde ich mir vielleicht schon noch wünschen. Aber vorerst bin ich erstmal dankbar und froh, dass es letztlich dann auch so einen schönen Abschied gab für mich. Den ich sicherlich so dann auch in mein weiteres Leben tragen werde und emotional immer verbunden bleiben werde mit diesem Verein. Ja, da gibt es sicherlich einige, aber es ist, glaube ich, jetzt für mich schwer, irgendwas rauszupicken. Ich glaube, für mich stand die Entwicklung immer im Vordergrund, sei es die sportliche wie auch die persönliche Entwicklung. Und dass ich mich jetzt über Rückschläge gefreut habe, würde ich jetzt mal ausschließen, aber ich habe die Rückschläge, die ich zweifelslos immer wieder erleben durfte, letztendlich auch, die irgendwo auch zu einer Karriere dazugehören, habe ich immer so angenommen wie einfach eine Herausforderung und habe mich quasi darauf gefreut, die Herausforderung jetzt auch annehmen zu können und das auch zu verstehen, was es für einen selbst bedeutet. Und das ist, glaube ich, war für mich meistens dann ein Schlüssel zum Erfolg. Natürlich ist es so, dass es kleinere Hürden gibt, dann größere Hürden gibt, wo du einfach länger und nachgiebiger dranbleiben musst, bis du dann quasi die nächste Etappe genommen hast. Und das ist das, worauf ich jetzt auch gerne zurückblicke und teils auch sehr stolz dann auf mich selbst bin. Ich wohl aber auch weiß, dass die Entwicklung eines Menschen nie endet und dass mich mein Leben lang noch begleiten wird. Und darauf freue ich mich auch, einfach auch in der Hinsicht nochmal nächste Schritte machen zu dürfen. Ist genau richtig so. Ich finde, dass die Karriere, die ich jetzt hinter mir habe oder die Karriere, die ich gemacht habe, dass die einfach genauso zu mir passt. Ich bin glücklich darüber, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ja,
habe den Jungs noch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben und jetzt vorhin auch bei der Verabschiedung, da ging es auch darum, ja, Niederschläge, Rückschläge einfach als Chance zu nutzen, um ja, weiterzukommen im Leben. Es war jetzt nicht gewöhnlich, dass ich es bis über 4, 5, 36 dann auch schaffe, auf einem guten Zweitliganiveau mitzuhalten. Es ist nicht selbstverständlich und da habe ich natürlich auch immer Glück gehabt und mir ist ein bisschen was in die Wiege gelegt worden, was meine körperliche Verfassung angeht. Also wir haben, glaube ich, in vielen Saisons immer wieder gute Abschnitte gehabt und wo es einfach auch mehr Spaß gemacht hat. Es gibt Phasen, wo es einfach mehr und auch mal weniger Spaß macht und wir hatten immer wieder Phasen, wo du einfach mehr Spaß hattest und dann spielst du automatisch auch besser und kannst es mehr genießen und der Flow in der Mannschaft ist mehr da und da hatte ich natürlich meine besten Zeiten und zwar in jeder Saison, wie eben schon gesagt, über einen gewissen Zeitraum, mal weniger, mal ein bisschen länger, mal kürzer, mal ein bisschen länger. Das war nochmal so ein Beginn für mich, in Richtung Verantwortung, in Richtung mehr Verantwortung zu gehen und ja, die Kabine mehr oder weniger dann auch mit zu gestalten, nicht gestalten, sondern besser gesagt mitzuführen, so eine. Ja, und trotzdem halt sich auf seine Leistung zu konzentrieren, ne, und da einfach das Bestmögliche abzurufen. Ja, es ist jetzt so, dass ich, wie du eben schon sagtest, vielleicht einfach mal ein paar Tage wegfahren muss dann auch, um wirklich Abstand zu gewinnen und mich wirklich dann auch auf das Leben ohne den Profifußball quasi ja, zu gewöhnen vielleicht dann auch. Und da wird sicherlich noch einiges abbröckeln müssen, glaube ich. Vielen Dank an euch alle, ne? Bis bald mal wieder im schönen Ronhof.